So, Freunde, hoffentlich heute mal nicht mit gewöhnlichem Hall. Ich hoffe mal, das hält das Programm heute auch mal so aus. Ja, ich habe leider ganz vergessen, euch noch heute eine Folge rauszuhauen, deswegen ist sie ein bisschen spät dran. Ich hoffe mal, ich renne jetzt in nichts rein. Ich bin nicht mehr kurz am leiser stellen auf meinem Headset. So, sollte gehen. Zeitgeber an. Und jo, schon fast 16 Stunden. Ja, da haben wir doch schon ein paar Minuten hier verbracht, würde ich sagen. Ja gut, jetzt nicht hier in der Höhle, aber im Allgemeinen. Dann schlawenzieren wir mal raus. Ja, ich möchte mich für den Hall in den letzten Videos entschuldigen. Das war, naja, was soll ich sagen? Wir gehen mal hier lang. Das war nicht beabsichtigt. Aber naja, ich habe halt den Fehler ja erst eben gefunden, kurz vor der Aufnahme. Und daher war es mir leider nicht möglich, da jetzt vorher noch irgendwas groß zu ändern. Gut, wie dem auch sei, ich hoffe mal, es funktioniert jetzt wieder einigermaßen und entsprechend klopfen wir hier heiter weiter die Drogs aus dem Boden. Guerillataktik oder wie? Naja, kloppt einfach mal drauf. Da ist ein schöner Ring. Ja, hol dir den mal kurz. Alle Mann auf den da. Alle Mann auf den. Oh, da fliegt was. Nein, so war das nicht gedacht. Mal so als Frage: Wieso kriegt Gion eigentlich so viel Schaden? Das da, das da. Da ist Gold drin. Oh, der Esel, der Esel, der Esel ist tot. Wo ist der Esel? Wo ist der Esel? Wo ist der. Oh Mann, ich krieg zu viel. Leute, bitte greift die Viecher hier an. Oh Mann. Ich gehe kaputt. Ich gehe echt kaputt. Wir wissen ja, dass die Viecher auch sterben können. Ja, heilst du mal. Oh Mann. Okay. Ich hab. Ups, so war das nicht gedacht. Alle Mann und den Esel ausgrenzen. Ja, dann wird der Esel eben ausgegrenzt. So, Gesundheitstrank, Gold, wie sonst was. Das da war das. Ja gut, dann würde ich sagen, ist auch beschlossene Sache. Der Esel, der kommt einfach dann demnächst weg. Bei aller Liebe, den Esel, den können wir nicht mehr tragen. Das ist zwar ein liebes, nützliches Tier, aber ja. Ach, da kommt da was her. Sandschlitze sind das also, ja? Okay, gut. Und die großen. Achso, das sind alles Sandschlitze. Lange Armbrust. Schauen wir mal gleich, was das Ding so drauf hat. Ich würde sagen, wir wechseln dann einfach wieder über auf die andere Seite, weil die Viecher, die sind ja schon ein bisschen nervig. Was war das? Nix? Gut. Ja, hallo Kamera. Schön, dass wir nochmal drüber reden. Oh Mann, was das Mikrofon momentan übersteuert, das ist unglaublich. Ich meine, so sehr schreie ich doch gar nicht hier rein. Gut, ich mache einfach die Musik noch ein bisschen leiser. Vielleicht bin ich dann selbst ein bisschen leiser. Schauen wir mal, hoffentlich hilft's was. Ich habe ein echt lautes Organ bekommen mittlerweile. Naja, vielleicht traut man sich mit der Zeit auch raus, aus sich rauszugehen. Gut, ändert nichts an der Tatsache, Ulora ist uns schon wieder fast am Abkratzen. Wieso kriegt. Wo ist eigentlich Ulora, bitte? Wo ist die denn? Wenn die so viel Schaden kriegt. Ach, da hinten! Da steht noch was im hohen Gebüsch. Mann, oh Mann. Ja, wie gesagt, KI ist halt nicht so Bombe gewesen hier. Was treibt ihr Viecher eigentlich? Flammen oder was macht ihr da? Gespenst beschwören. Hört sich auch gut an. Ein bisschen Gold. Wir können doch mal der netten Dame. Feuerball. Ach, der macht sogar weniger. Der braucht weniger Mana und macht mehr Schaden. Ich frag mich ja manchmal. Naja.
Und so wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Explosionspulver kommt also weg. Nein, nicht nur du alleine. Alle Mann, bitte. Da steht was. Moment. Ulora wird angegriffen, das scheint die Gruppe aber nicht wirklich zu jucken. Juhu, ich habe ein Pfeifen auf dem linken Ohr. Wo ist der Esel? Ja, du darfst jetzt auch gerne mal mitkommen. Du dämliches Lastentier. Ei, caramba. So, ich höre doch... Uiuiui. Lastentier, du verziehst dich. Sonst gehst du nämlich wieder stiften. So, du nicht. Okay, du heilst Ulora, die komischerweise tierisch auf die Schnauze kriegt. Ja, und ihr dürft auch gerne alle weiter angreifen. Also, ob man es glaubt oder nicht, das soll maßgeblich helfen, die Viecher hier zu plätten. Soll vorkommen. Also, mein Ernst. Die lassen echt viel Gold fallen. Ja, ist wohl nicht ganz so deren Geschmack, hier die Leute anzugreifen. Unser Hauptcharakter kriegt eine Menge Schaden ab. Naja, oder auch irgendwie nicht. Leute, greift ihr an? Muss ich euch echt jeden Handschlag mittlerweile beibringen? Sind wir schon so tief gesunken, meine Herren, ja? Ist ja schlimmer wie im Kindergarten. Und die Kamera regt mich auch so ein bisschen dezent hier auf. Die Klippen sind einfach zu hoch für die Kamera. Ich würde nämlich gerne... Ah, gut, dann machen wir es halt so. Sehen wir halt zwar nicht mehr so viel, was da vorne abgeht, aber... Ja, hallöchen, Lag. Kloppt ihr einfach mal drauf. Das wird schon. Komischerweise gehen die Bogenschützen auch immer direkt auf Ulora. Also ich weiß gar nicht, wieso. Heil die mal bitte. Oh, noch ein Strokeschwert. Überall diese kleinen Mistviecher. Diese Sandschlitzer, die sind ja auch so ein bisschen nervig. Finsterling beschwören. Ja, so war das nicht gedacht. Helfer beschwören, Finsterling beschwören. Ja, können wir alles mal mitnehmen. Ach Gott sei Dank, unser Esel ist nur außer Reichweite. Ich habe eben schon wieder einen Schrecken gekriegt. So, Sandmagier. Ah, okay. Noch irgendwas? Nein. Gut, den Kriegshammer. Umhang. Großer Mannertrank auf jeden Fall. Drogschwert. Was ist hier noch drin? Großer Gesundheitstrank. Nichts. Und was ist das hier? Das ist Mana. Sehr gut. Unsere liebe Sikra wird wieder mit Mana gefüllt. Die hat doch irgendwie ein bisschen wenig Mana-Tränke. Da kann Merik mal was abdrücken. So, irgendjemand hat doch genau Helfer beschwören für Merik. Vollständig irgendwas für Merik. Schmerzrückfluss nicht. Pest für Sikra. Finsterling für Sikra. Und Gespenst für Sikra. Und, wir werden jetzt mal kurz so weit gehen, dass wir Steinhaut wiedererwecken. Was kannst du eigentlich alles beschwören mittlerweile? Da hast du noch nicht genug. Das heißt, wir kommen maximal auf den hier raus. So, Skelett herbeirufen, kannst du knicken, Waldtroll. Ja, dafür hast du nicht genug Mana, du Pfosten, du Elendiger. Ja, du bist echt ein unnützer Mann. Also wirklich. Gespenst von Finsterling. Bleibt für 240 Sekunden. 120. Ich weiß jetzt auch halt leider nicht, was Stärke ist von den Viechern her. Gespenst können wir auch noch nicht benutzen. Von daher würde ich sagen, wenn wir mal den Skik beschwören und den Skorpion. Und dann die Steinhaut für alle. Moment, hat
Er? Nein, sie hat. Ach, das ist ungünstig. Gut, wir machen das jetzt einfach mal so. Du hast nicht genug Mana für die Aktion. Merik, du gibst die Steinhaut der ganzen Gruppe. Ach, geht wieder nicht, wenn Inventar offen ist, oder was? So, okay. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen ungünstig, dass wir hier so lange stehen bleiben. Ach komm, trink doch einfach mal was, Mann. So, F9. Schnell speichern. Ja, jetzt haben wir lang genug hier rumgestanden und dann greifen wir auch mal wieder an. So, die ganze Meute bitte. Huiuiuiuiui, was ein Wusel. Wo ist denn der Esel eigentlich schon wieder? Ich hoffe, der Esel ist in weiter Entfernung. Tödliche Explosion, hört sich doch gut an. Rostige Kettenpanzer nehmen wir auch mal mit. Greifst du mal an? Also irgendwie, der Skik sieht komisch aus. Wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Eine Menge Gold fällt hier ab. Was jetzt nicht unbedingt negativ ist. Ja, ihr dürft gerne mithelfen. Ne? Ihr müsst nicht alles den Begleitern da überlassen. So, was haben wir denn überhaupt hier? Ich weiß gar nicht, bei wem ich eben war, wieso ich da hinten war. Na egal. So, ein Ring. Gut, die sind noch 30 Sekunden da. Ungünstig, ungünstig, ungünstig. Okay, vielleicht steigert sich die Länge deren Anwesenheit mit der Zeit nochmal ein bisschen. Was haben wir denn hier alles? Geisterrüstung. Nö. Nö, Säurewolke ist jetzt glaube ich auch nicht so. Tschüss. Fireskull wäre... Ach so, der bleibt ja an der Stelle stehen wohl. Oder auch nicht, oder wie, oder was? Wie lang ist der denn da? Reichweite 11, ja gut. Bringt's jetzt nicht. Schade, du kannst das nicht nehmen. Wie viel Stärke hast du denn? 15, ja super. Naja, du hast immerhin schon 80 von dem von Verteidigung her gesehen. Verteidigung, Stärke 16. Das ist sehr weit hergeholt. Ja, ein Nahkampf ist jetzt nicht so sinnvoll, aber zumindest haben wir hier 5 Verteidigungen drauf. So, Druckschwert hat jeder. Das Druckschwert macht sowieso weniger Schaden. Normannenschild. Ja, dann würde ich sagen, nimmst du den nochmal. Ja, die Verteidigung steigt in ganze Ecke. 7 Rüstungspunkte. Ja, Fernkampf bringt dir zwar nicht, aber gut. Achso, nee. Gelör. Vierprozentige Chance. Und das Teil hat was? Ach, weg damit, weg damit. Gut, der Rest kann da bleiben. Hallo, Leck. Ja, ist jetzt nicht so die mega interessante Folge, ich weiß. Aber... Ja, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das wird auch nie im Leben was. 23... Nee, das brauchen wir auch nicht. So, wer hat denn überhaupt die ganzen Ringe mitgenommen? Wer hat die Ringe? Hallöchen? Achso, die haben die wahrscheinlich schon wieder direkt angezogen. Intelligenzpunkt bringt's dir nicht. Den kann Sikra haben. Kampfzauberfähigkeitspunkt kriegt auch Sikra. Ja, dein Knüppel kannst du gerne im Sack behalten. Also, Knüppel im Sack von wegen das Märchen-Knüppel im... Ach, ich lass es lieber.
Gut, Intelligenz. Was gibt's hier noch? Rüstungspunkte? Geschicklichkeitspunkt brauchst du nicht. Das bekommt sie. Was haben wir hier? Rüstungspunkt, Rüstungspunkt, Rüstung plus. Ja, läuft. Ja, sieht doch schnucklig aus. Ja, ich weiß, es war ein flacher Witz. Okay, der Esel ist voll. Wir sind soweit auch gut betucht. Speichern. Wobei. Komm, dann geben wir dem die. Moment, wo war das denn? Hier, Geisterrüstung. Dann soll er die Geisterrüstung verwenden. Als Zweitangriff. Boah, 109. Umgibt das Ziel mit einer wabbernden Spektralaura. Ist ja immer wieder interessant, wie die Beschreibungen in dem Spiel hier sind. So, und Ulora? Achso, dafür langt's Mana nicht mehr. Dachte ich mir schon. Okay. Ihr habt die wabbernde Spektralaura. Also kann man ja mal davon ausgehen, dass, wenn die Kamera funktioniert, ein bevorstehender Kampf nicht mehr als viel Schaden bringt. Ja. Wie gesagt, wenn denn mal alle angreifen, da steht noch was im Gras. Merik, heil mal. Ja, oder eben auch nicht. Die Viecher holen wir uns noch. Ach du lieber Himmel. Was haben wir denn hier alles stehen? Ja, greift mal. Hallo, Schwester. Die Fernkämpfe. Ja, danke. Ausgerechnet jetzt funktioniert das mal nicht. Hatte ich die nicht mal in eine Gruppe? Hallöchen. Einfach mal wieder alle. Merik, heil mal. So, Gruppe 2 waren die zwei. So, dann Steuerung F2 war das, glaube ich, für. Jo, Gruppe 2, okay. Gruppe 2 greift hier an. So, Boyev hat gerade an Intelligenz gewonnen. Naja, gut. Wieso heilt sich das Vieh eigentlich ständig? Ach, wegen dem anderen, der da drunter stand. Na gut, Glörn hat ein bisschen was abbekommen. Das ist jetzt aber eigentlich auch nicht die Welt. Autsch. Und bevor wir die Truhe öffnen, man lernt aus seinen Fehlern. Ein Wüstenhelm und ein großer Mana-Trank. Wir hatten den Kram aufs. Sieht ja lustig aus. Gion, den kannst du doch nehmen. Sehr gut. Dann bekommt das da der Esel. Moment, jetzt muss ich mal kurz durchschalten. Okay, das ist in Ordnung. Ach so, das waren die. Okay. Gut. Nochmal speichern. In Ordnung. Dann gehen wir mal weiter mit Borje im Schlepptau. Mit Borje um einiges an die Wodka. Ich weiß nicht, Borje. Er hört sich doch irgendwie an wie so ein russischer Name. Also nichts, dass ich jetzt was gegen russischen Namen hätte, aber irgendwie verbindet man das schon damit. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege. Man möge mich bitte wärmstens aufklären. Höllenkeiler. Könnte interessant werden. Und ich glaube, wir hätten gar nicht so sehr mit dem Gold sparen müssen, weil wir haben jetzt schon wieder eine beachtliche Summe zusammen. Moment, was hast denn du da? Hey, wir haben was für unsere Sikra. Bekommt der Esel? Kollege, du bist eigentlich vollständig unnütz. Sind wir mal ganz ehrlich, du tauchst gar nichts. Höllenkeiler beschwören.
Also ich weiß nicht, ob wir uns noch irgendwo dann, bevor wir in den letzten Kampf starten, womöglich noch einen Nahkämpfer holen und kaufen. Der ist dann natürlich ein bisschen geplagt, das ist klar. Aber möglichst halt aus der letzten Ecke, wo wir waren. Ob da nicht vielleicht noch irgendeiner ist, den wir benutzen können. Oh, Säure. Und Boyev dafür wegwerfen. Weil Boyev taucht einfach gar nichts. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, was der Kerl ist. Ja, wobei für die Rüstung. Wobei, wir könnten ihn eigentlich als Boyev, das ist die Idee. Du bist unser Healer. Nein, damit nicht. Moment, wo war das denn? Heilung. Du hattest doch mal... Irgendjemand hatte doch die Heilung. Wer zum Henker hatte die Heilung? Mann, Kampfesheilung, da ist sie. Gut, Boyev. Du bist zu nichts zu gebrauchen, also wirst du Heiler. Ja. Ist ja eigentlich wie im wirklichen Leben. Leute, die zu allem zu doof sind, werden Ärzte. Ne? Wie im wirklichen Leben. Nein, als ob ich weiß. So, dann kannst du gemütlich heilen und Merik brauchst dich eigentlich nicht mehr aufs Heilen zu konzentrieren. So, sehr schön. Was heilst du denn bitte alles? Du heilst 183, wie viel heilt Merik? 235, ja. Gut, dann lassen wir mal bei Merik vorsichtshalber noch das Ding drin. Quick Save. Nicht, dass da womöglich nachher dann doch nochmal irgendjemand aus der Gruppe drauf geht. Wobei wir ja eigentlich jetzt die Wiederbelebung haben. Das ist ja in gewissem Sinne doch schon ein kleiner Vorteil. Wieso steht Boyev eigentlich mitten vorne drin? Weil der Kerl ist eigentlich der Einzige, der voll auf die Schnauze kriegt. Kann man das nicht auch irgendwie... Inferno? Ah! Eisfurie. Ah! Wird ja immer besser. Eisfurie. Merik. Wer hat denn den Inferno-Zauber mitgehen lassen? Tödliche Explosion? Wer hat den... Inferno. Schade, den kann sie noch nicht benutzen. Autsch, da war das Headset eben. Das Kabel war im Weg. Doch, nee, schade, kann sie nicht benutzen. Gut, der kostet natürlich auch eine ganze Menge, so ist es nicht. Tödliche Explosion, braucht man jetzt auch nicht zwangsläufig. Wir könnten uns einen Höllenkeiler beschwören, der uns ein bisschen zur Seite steht. Ups, nein, so war das nicht gedacht. Das da. Und trinken. Trink, 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 Sikra, trink. So, den großen... Ja, sehr schön. Der gehört genau dir. Und wir machen uns weiter hier auf dem Weg nach Vertania City oder so. Was bist du denn? Hallo? Helft dir mal, bevor der drauf geht. Den brauchen wir womöglich noch. Wer ist das? Stopp. Alle Mann hier geblieben. Oh. Fehler. Ja, das ist... Leid mir weg mit der gerechten Sache. Vor Urzeiten habe ich mit der vermaledeiten 10. Legion in der Schlacht der Ebenen gekämpft. Sicher, die Hüter des Tempels der dunklen Schwester hatten angefangen. Aber was wir dort angerichtet haben, war Mord. Das waren Priester! Heute traue ich König und Legion nicht mehr als Brooks und fahrendem Volk. Ich traue nur noch einer Handvoll Gold. Wenn ich für euch kämpfen soll, müsst ihr euch mein Vertrauen schon verdienen. Nahkampf 38. Hört sich nicht schlecht an. Was haben wir denn? 44, 42, 41. Gut, wir könnten ihn zumindest hochpowern. So ist es nicht.
Die andere Seite ist natürlich, wir müssten dafür unseren Esel stehen lassen. Aber wiederum müssen wir dann bedenken, dass wir das natürlich auch so regeln können, dass wir unsere Charaktere dann eben vorladen und ein bisschen ausgewählter arbeiten müssen, was wir mitnehmen und was nicht. Gut, bei Glörn geht wohl einiges in den Rachen rein. Der nimmt wohl gerade den ganzen Esel auf. Hey, nein. Nicht mehr, juhu. So, das kannst du auch nehmen. Okay. Dann, wie können wir ausgewähltes Gruppenmitglied... Ah ne, ausgewählte Gruppenmitglieder entlassen. Ja, Esel, würde ich sagen, time to say goodbye. Ich bedanke mich für unsere gemeinsame Zeit. Ich speichere vorher nochmal. Ist natürlich ein bisschen assi, dass wir den jetzt hier mitten in der Gegend rumstehen lassen. Deshalb würde ich sagen, setzen wir hier in Sicherheit ab, damit ich nicht ein ganz so schlimmer Unmensch bin. Und wir räumen ihm die Gegend hier ein bisschen. Soll Leuchtfeuer wirklich entlassen werden? Ja. Denn wir werden jetzt den guten Mann hier aufnehmen. Naja. Gut, Ulfgrim ist dabei. Das heißt, Glörn hat endlich einen Mitstreiter gefunden. Und wir haben eine vorderste Reihe. Mein Lieber, das Teil behältst du nicht. Irgendjemand hatte doch eine bessere Waffe. Hatten wir nicht auch irgendwo nochmal so ein Trugschwert? Ich glaube, das hat mir weiter oben liegen lassen. Dann holen wir das gerade nochmal. Könnten wir theoretisch Leuchtfeuer auch wieder mitnehmen? Nein! Oh! Ah! Geht das? Ah, Gruppe ist vollzählig. Nein, nicht aufhängen. Aber wir können Leuchtfeuer theoretisch wieder mitnehmen. Das ist eigentlich ganz gut. Dann werden wir auf jeden Fall die Ebene dann noch ein bisschen leer räumen. Irgendwo war doch dieses dämliche Teil. Wo haben wir zum Henker dieses bescheuerte Schwert liegen lassen? Ja, ich weiß, es nervt jetzt ein bisschen, dass ich deswegen zurückrenne. Da liegt es, da liegt es. So, mein Lieber. Dann nimm das mal. Och, wo kommt der denn her? Doch gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Greift mal alle an. Wow. Okay. Gut, du kannst das Rogschwert nehmen. Sehr gut. Irgendjemand hatte doch noch den Schild. Und du kriegst direkt einen Helm. Einen besseren. Dann kannst du das Teil nämlich auch hier lassen. Paradehelm. Ja, ja, träum weiter. Verteidigung. 222. Das ist nicht schlecht. Das ist mehr als wir haben. Toll. Und du bekommst das Ding direkt rangeklatscht. Ja, gut, den Rest, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Okay, oh, Entschuldigung, da bin ich wieder ins Mikro gekommen. Unsere Gruppe ist endlich vollzählig mit den Mitgliedern, naja gut, nicht ganz den Mitgliedern, die ich wollte. Wir bekommen noch einen Freiwilligen. Den werden wir gegen Borjev tauschen. Weil Borjev brauchen wir nicht mehr. Der Kerl, der ist einfach vollends unnütz eigentlich. So, der... Wisst ihr was? Ich glaube, den tauschen wir gegen Leuchtfeuer. Es ist zwar jetzt ein bisschen, alles ein bisschen wirrwarr gewesen. Aber. Oder sollen wir Boy. Ne, das ist eigentlich Leuchtfeuer sogar besser als Borjev. Macht Leuchtfeuer mehr Schaden als Borjev. Dann teilen wir hier die Sachen einfach gerade mal auf. Tschüss! So, du nimmst den ganzen Kram einfach mal. Das Zauberbuch nimmst du auch. Den Holzschild brauchen wir nicht mehr. Das nimmst du noch. Das nimmst du. Das geben wir ihm. Der braucht ja auch noch ein paar Tränke.
Ich meine, es ist zwar bescheuert, weil wir für Boyev so viel Geld dagelassen haben. Aber Leute, der Kerl ist so unbrauchbar. Der hat Kampfzauber 34 und einfach so gut wie kein Mana. Das heißt, der Kerl, der kann eigentlich null. Und sieht auch noch echt bescheuert aus. Ja, das ausgewählte Gruppenmitglied. Wenn die Abmachung euch recht, auch Boryev ist zufrieden. Fahrendes Volk von Nong, wir danken gut von euch. Ja, du kannst mich mal ganz gediegen. Würde der jetzt... Kräfte? Oh, wann ihr braucht, sie seien euch zu Diensten. Ich tu alles, was ihr wollt. Ah, das heißt, wir kommen... Ja, ja. Leuchtfeuer will ich wieder haben. So, Leuchtfeuer kommt ganz hinten hin. Unsere erste Reihe ist komplett, das freut mich. Okay. Gut. Hin und her, hin und her, hin und her. Wir haben einiges geschafft und doch nichts vollbracht. Okay. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Aufnahme. Wir haben jetzt wieder eine halbe Stunde voll. Halbe Stunde Folge für euch. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Aufnahme wieder. Und bis dahin sage ich Tschüssili.